and in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. To share with you what the United States knows about Iraq's weapons of mass destruction, every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. So what I wanted to see is if you could give me a yes or no answer to the question, does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. It does not. Not wittingly. You have to get rid of this. Wir müssen diese ignorante und lästige Mehrheit loswerden. Sie kontrollieren und darauf achten, dass die Leute das Richtige tun. Zu ihrem eigenen Wohl nebenbei bemerkt. Denn dürften sie sich beteiligen, würden sie alle möglichen Fehler machen. Aber wir, die Verantwortlichen, wir wissen, was das Richtige ist. In den Vietnamkrieg ziehen, im Irak einmarschieren und die Banken deregulieren, damit alles zusammenbricht. Wir bringen alles in Ordnung. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. I believe very deeply in freedom of the press and the role of the press in a free society. And I have ever since I was a kid. You can't fulfill your function unless you're free. Einer der größten Journalisten des 20. Jahrhunderts, I.F. Stone, sagte seinen Studenten, sie dürften nie vergessen, dass alle Regierungen lügen. Stone entlarvte 70 Jahre lang Täuschungen und offizielle Lügen, indem er Regierungsdokumente und Mitschriften studierte. I tried to prove what I was saying from the horse's mouth, as it were, using the government's own documents, government reports and transcripts and press conferences and speeches, and analyzing them the way a historian would. Seinen größten Ruhm und Einfluss verdankte er seinem Newsletter I.F. Stone's Weekly. Jeder Politiker und Journalist kannte Izzy Stone und las seine Artikel. I.F. Stone's Weekly is about this size. I.F. Stone's Weekly war ein klassisches Beispiel für eine unabhängige journalistische Organisation, die die Wahrheit berichten konnte. So haben alternative Medien immer gearbeitet, und das ist für mich echter Journalismus. Ein Vehikel zur Offenlegung von Verdunkelung, Heuchelei und Lügen der kommerziellen Medien. Stone war wie Toto. Sein Job war, den Vorhang beiseite zu ziehen. The great Oz has spoken. Pay no attention to that man behind the curtain. Er zeigte uns, was hinter dem Vorhang war. Und ja, dort war der allmächtige Oz, der aber auch bloß ein ängstlicher kleiner Mann war. Da war nichts, wovor wir Angst haben müssten. Also warum haben wir davor Angst? Das war die Ausgangsbasis seines wöchentlichen Newsletters. Für mich war das eine enorme Inspiration. I want surveillance of certain mosques, okay? I watched in Jersey City, New Jersey, where thousands and thousands of people were cheering as that building was coming down. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
You had no choice. Who would have thought that this circus would come to town? But, it may not be good for America, but it's damn good for CBS. That's all I got to say. The money's rolling in, and this is fun. I've never seen anything like this, and, this is going to be a very good year for us. It's a terrible thing to say, but bring it on, Donald. Go ahead. Keep going. It makes you ask. Da fragt man sich doch ernsthaft, ob die Manager der Medienimperien auch nur einen Funken mehr Anstand und Moral haben als die Bosse der Öl- und Gasindustrie, der Pharmakonzerne oder der Tabakindustrie. Ich bezweifle das. It's an open question to me. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of a Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for our mother? Stone. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? Wir sind in New Hampshire, dem Symbol des strukturschwachen Amerika, wo die herstellende Industrie verschwunden ist. Doch wir untersuchen diese Probleme gar nicht. Wir sprechen nicht mit den Menschen, weil wir keine Zeit haben. Die Zeit reicht nur, die Rede zu beobachten, die Zuhörer zu fragen, was sie davon halten, und dann geht's weiter zum nächsten Ort. Wir könnten das genauso gut auf einer Bühne in L.A. drehen und jedes Mal ein anderes Publikum reinlassen. Trump, of course, remains the strong frontrunner up here to win the Republican primary in New Hampshire tomorrow. It snows in New Hampshire. People know how to get cars. They got used to put chains on. Now they got good tires. Why should they trudge through the snow for Donald Trump? Well, you know, my whole concept and my whole theme, frankly, behind it is make America great again. Make America great again. We're going to make America great again. We're going to make America great again. Build a wall. Build a wall. Ich bin überzeugt davon, dass diese Wähler eigentlich ganz andere Gründe für ihren Ärger haben. Aber es gibt viele Feinheiten, die die Leute in so einer Zuhörerschaft überhaupt nicht mitbekommen. Und er ist klug genug zu wissen, dass er über viele dieser Probleme einfach hinwegwalzen kann, ohne dass irgendjemand etwas merkt. Was mögen Sie an Trump? Dass er sein eigener Herr sein wird. Das beweist er doch gerade, wie er die Medien kommandiert. Er bezahlt nichts und alle Medien berichten über ihn. Das macht seinen Reiz aus, dass er uns alle ziemlich clever manipuliert. Es sind so viele Medien hier, fast mehr Medien als Besucher. Und das kostet ihn nicht einen Penny. Nicht einen Penny. We had a lot of fun. We got very high grades on that. Even people that hate me gave me good marks. Isn't that amazing? Dann spricht er 20 Minuten lang darüber, wie er jedem Land, das in die USA importiert, Zölle aufbrummen wird und dass Ford eine Fabrik auslagern will. Aber er, Präsident Donald Trump, das nicht zulassen wird. Der Gedanke, der Regierung so viel Macht über Unternehmen zu geben, scheint dieses Publikum überhaupt nicht zu stören. Was seltsam ist, nach all den Jahren der Propaganda. Viele, viele Jahre lang war die Parteilinie eine andere. Freies Unternehmertum heilt alles. Der Markt korrigiert sich selbst. Wir sind die Besten der Welt. Wir haben Selbstvertrauen und schaffen das. Er sagt das nicht mehr. Die Leute haben kein Vertrauen mehr. Jetzt brauchen sie den starken Mann, der einschreitet und dafür sorgt, dass wir alle unser Geld bekommen. I'll bring back our jobs from China, from Mexico, from Japan, from so many places. I'll bring back our jobs and I'll bring back our money. Matt Taibbis bissige Texte über Donald Trump erinnern mich sehr an I.F. Stones Texte über den demagogischen Senator Joe McCarthy und Präsidenten wie Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson oder Richard Nixon.
Matt ist eine Art Kreuzung aus I.F. Stone und Hunter S. Thompson, dem Erfinder des Gonzo-Journalismus, der in den frühen 70ern die Macht brutal und aus dem Bauch heraus aufs Korn nahm. Und genau wie Izzy Stone unterging, als die Mainstream-Medien sich zum Sprachrohr von Joe McCarthy machten, kommt auch Taibbi nicht gegen die Mainstream-Nachrichten an, die eine unkritische Plattform darstellen und zum Sprachrohr Trumps verkommen sind. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Wir haben etwa ein Jahr an dieser Story gearbeitet und fanden Beweise, dass Leichen auf kriminelle Art und Weise vergraben wurden. Wären irgendwo in den USA 200 Leichen weißer Opfer auf diese kriminelle Art vergraben worden, hätten wir das wohl erfahren. Aber weil sie Mexikaner sind, hat sich niemand groß darüber aufgeregt. Die nationalen Medien interessierte das nicht. Wir fanden Massengräber in den USA. Menschen, die in ein Massengrab geworfen wurden. Sie wurden weder registriert noch dokumentiert. Manche wurden in Mülltüten verscharrt. Die nationalen Mainstream-Medien haben meines Wissens nach nicht über die toten Migranten in Falfurrias, Texas, berichtet. Die meisten Medienmanager, die Leute, die entscheiden, was im Fernsehen läuft, gehören zu den am schlechtesten informierten Menschen, wenn es um die Nachrichten geht. Entscheidungen werden nach Unterhaltungswert getroffen. Wer sieht gut aus? Wer spricht Englisch? Wenn ich eine Story liefere, will man von mir genau das. Die wollen keinen Haufen exhumierter Leichen sehen und dafür die Gesetzeshüter verantwortlich machen. Das gefällt niemandem. Und ich meine wirklich alle Mainstream-Medien, alle großen Sender, ABC, NBC, CBS, PBS, alles wird dem Massengeschmack angepasst und verwässert. Wir werden fehlinformiert, in die Irre geführt. Man füttert uns mit falschen Informationen. Ich habe mal an einer Story für 60 Minutes gearbeitet, etwa ein Jahr zuvor. Es ging um die Grenze und über Migranten, Geschichten, die es kaum an die Öffentlichkeit schaffen. Doch es hieß, John, du hattest doch schon deine Grenzgeschichte. Das war ein Jahr her. Die Zuschauer wollen sowas nicht sehen, also sind sie nicht interessiert, selbst wenn es einen Nachrichtenwert hat. Nur die Quote zählt. Wo sind sie? Es gibt keine Dokumente. Vielleicht liegen sie irgendwo in einem Massengrab. Überall an der Grenze ist das so. My colleagues, we have an obligation to our citizens. We have an obligation to this body to see that our resolutions are complied with. We wrote 1441 to give Iraq one last chance. Iraq is not so far taking that one last chance. We must not shrink from whatever is ahead of us and our responsibility to the citizens of the countries that are represented by this body. Thank you, Mr. President. Did Colin Powell close the deal today in your mind? I think for anybody who analyzes the situation, he has closed the deal. This irrefutable, undeniable, incontrovertible evidence today, Colin Powell brilliantly delivered that smoking gun today. It was so compelling, I don't see how anybody at this point cannot support this effort. It was devastating, I mean, and overwhelming, overwhelming abundance of the evidence. Die dunkelste Stunde der Mainstream-Medien. Sie waren nicht mehr Cheerleader, sondern Komplizen. He just flooded the terrain with data. The Powell speech has
has moved the ball. I think case is closed. You do not under das internationale Recht erlaubt keinen destruktiven Soziozid. Sie haben das Land in Stücke gesprengt, weil sie Saddam Hussein erwischen wollten. Das ist eines der größten internationalen Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg. This is ABC World News tonight. This is NBC Nightly News. This is the CBS Evening News. Und die Mainstream-Medien haben eine Mitschuld daran, weil sie kritischen Stimmen wie unseren kein Forum boten. Well, I think it's important to have experts explain the war and to describe the military hardware, describe the tactics, talk about the strategy behind the conflict. I went to the Pentagon myself several times before the war started, met with important people there and said, for instance, at CNN, here are the generals we're thinking of retaining to advise us on the air and off about the war, and we got a big thumbs up on all of them. That was important. Journalists, too many of them, and some quite explicitly, have said that they see their mission as helping the war effort. At MSNBC, bei MSNBC war ich täglich als Politik- und Medienanalyst auf Sendung. And if you define your mission that way, you'll end up suppressing news that might be important, accurate, but maybe isn't helpful to the war effort. Doch ich verlor meine Sendezeit, weil sie kurz vor der Invasion des Irak Platz brauchten für eine endlose Parade von Ex-Generälen, Majoren, Admiralen und ehemaligen CIA-Chefs. Heute wissen wir, dass sie nicht unabhängig waren, sondern ihre Themenvorgaben vom Pentagon erhielten. Die meisten ihrer Aussagen, als unser Land in den Krieg getrieben wurde, waren falsch. From Pacifica, this is Democracy Now! Democracy Now! Ist wohl nur wenig größer als das Büro von I.F. Stone, aber basiert ebenfalls auf der Vorstellung, dass die Medien eine Freistatt abweichender Meinungen sein sollten. Mittlerweile senden wir auf über 1300 Radio- und TV-Sendern, in offenen Kanälen, in Bürgerradios, im öffentlichen Radio und Fernsehen auf PBS. Aber wir wollen keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen, sondern Menschen aus aller Welt eine Stimme geben. Das Problem ist, dass die meisten großen Medienhäuser Unternehmen sind und auf ihre Investoren, die Börse und ihre Werbekunden Rücksicht nehmen. Unabhängige Journalisten arbeiten gewissenhaft und berichten sachlich. Doch es gibt nur wenige, die keinen kommerziellen Interessen verpflichtet sind. Das Problem ist die Illusion der Pressefreiheit. In den USA haben wir keine Staatsmedien, aber hätten wir sie, sähe es wohl kaum anders aus. Fox zu kritisieren ist einfach, aber es gibt Fox, es gibt CNN, die New York Times. Deshalb brauchen wir unabhängige Journalisten und Medien, die die Macht der Wirtschaft herausfordern. Unsere Kriegsberichterstattung darf nicht von Waffenherstellern finanziert werden. Unsere Berichterstattung über den Klimawandel nicht von den Energiekonzernen und die übers Gesundheitswesen nicht von Versicherungen und Pharmaunternehmen. Wir brauchen Medien, die ein Gegengewicht zu den Machthabern sind. Medien sind die einzige ausgleichende Kraft. Ich halte die Medien für nihilistisch. Ihnen geht es ums Geldverdienen. Und zufällig bringt es Geld, wenn man unbequeme Wahrheiten über unsere Gesellschaft vermeidet. Eine Story über ein Leben mit Sozialhilfe ist keine Story. Aber wenn Kim Kardashian im Central Park in eine Pfütze stolpert, das ist eine Story. Well, Kim and Kanye, also known as Kimye, are expected to get married here in Florence this weekend in a Medici fortress that cost $400,000 to rent out. Erin McLaughlin, CNN, Florence, Italy. Congresswoman, let me interrupt you just for a moment. We've got some breaking news out of Miami. Stand by, if you will. Right now in Miami, Justin Bieber has been arrested on a number of charges. Ihr Sohn hat im Irak gedient? Ja. Er hat 3 Hinterhalte überlebt. Aber er kam ganz verstört zurück. Er hat eine posttraumatische Belastungsstörung.
Ja. Ein gut aussehender Mann. Ja. Wie viele Leben müssen noch zerstört werden? Wie viele Familien? Diese bescheuerten Kriege. Fühlen Sie sich nicht gefährdet? Wurden Sie schon mal bedroht? Ja, es ist gefährlich, dort zu arbeiten. Aber die Risiken, die wir eingehen, sind viel geringer als die anderer Leute. Vor allem Menschenrechtsaktivisten sind viel höheren Risiken ausgesetzt. Es gibt ja Mut, ihre Arbeit zuzusehen. In Ägypten heißt es, wir befinden uns im Krieg gegen den Terror. Sie verwenden dieselben Worte dafür wie wir hier. Doch die Politik erzeugt bloß mehr Terror. Es gibt jetzt mehr Terrorismus und mehr Kriege. Ich habe als Journalist angefangen, als der Krieg im Irak anfing, 2003. Für mich als junger Araber in New York, der sich gerade erst eine politische Meinung gebildet hatte, war es sehr frustrierend, wie diese Invasion herbeigetrommelt wurde. Am liebsten hättest du laut herausgeschrien, dass das falsch ist. Und es gab ja auch entsprechende Proteste. Damals hörte ich zum ersten Mal Democracy Now! Und damit Meinungen, die ich auf keinem anderen Sender gehört hatte. Abweichende Meinungen und Widerspruch von Leuten, die woanders keine Sendezeit erhielten. Diese Art von Journalismus gefiel mir. Mein erster Tag bei Democracy Now! War der erste Tag des Irakkriegs, der 19. März 2003. Amy Goodman hat zahlreiche Journalisten gefördert, darunter auch Sharif Abdel-Quddus. Er war Korrespondent, Aufnahmeleiter, gelegentlich auch Co-Moderator. Als 2011 die Proteste in Ägypten losgehen, Sharifs Geburtsland, fliegt er nach Ägypten und erkennt das Land fast nicht wieder. Die Angst war verschwunden und seine eindringlichen Reportagen wurden von Millionen Menschen gesehen. It's just after 10 a.m. on Tuesday morning. Today marks the one-week anniversary of the popular uprising that began January 25th. There's more people here than I have ever seen in Tahrir yet in this revolt. Today is the day that they say they're going to get Mubarak out. For more, we're joined by Sharif Abdel-Quddus, who's just returned from Yemen. He's a Democracy Now! Correspondent, a fellow at the Nation Institute, and he's recently written a piece for the Global Post called With U.S. Help, Saudi Arabia is Obliterating Yemen. It's the first of a two-part series on Yemen. Sharif, start off by just explaining what you found in your weeks-long trip there. Well, I spent most of the time in the Houthi-controlled north of Yemen, and this is an area that's been pounded relentlessly for the past 9 months with near-daily airstrikes. You can't visit a city or a town in Yemen without seeing the destruction on the ground. Everything has been hit, from homes to schools, restaurants, bridges, roads, a lot of civilian infrastructure. And with that, of course, comes a lot of the suffering. Die Bombenangriffe der Saudis werden von den USA logistisch und mit Geheimdienstinformationen unterstützt. Ich denke, vielen Amerikanern ist gar nicht klar, dass sie mit ihren Steuergeldern diesen Konflikt mitfinanzieren, unter dem in erster Linie die Bevölkerung leidet. Pass da unten gut auf dich auf. Mach ich. Müssten wir einen Slogan für unser neues Medienprojekt finden, das Jeremy Scahill, Laura Poitras und ich unter der Ägide von First Look Media aufbauen, wäre das womöglich der Geist von I.F. Stone, aber mit 250 Millionen Dollar im Rücken. Glenn Greenwald has been a lightning rod for controversy since he obtained those secret NSA documents from Ed Snowden and published some of them in The Guardian. Now he's launching a media company backed by wealthy eBay founder Pierre Omidyar. The main thing is you've got to encapsulate all of this in a way
that it can't be decrypted and read when right. it's in transit across the network right. or on either of the endpoints. Okay. That it's receiving. I mean, just so you know, these documents are basically all going to be public within, like, you know, 48 hours, 72 hours, this is whatever. Simply, you know, you want to get in the process of doing this for everything because it seems hard, but it's not hard. Okay. This is super easy. Thank you so much to the Academy. The disclosures that Edward Snowden reveals don't only expose a threat to our privacy, but to our democracy itself. And I share this with Glenn Greenwald and other journalists who are exposing truth. Thank you. Was Mr. Dawood killed immediately, or did he live for a while after he was shot? You saw the U.S. forces take the bullets out of the body? Als sich Glenn Greenwald und Jeremy Scahill bei The Intercept zusammentaten, wurde ein Traum für kritische Journalisten wahr. Seit 2014 brachten sie mit ihrem Team zahlreiche Stories über politische Korruption, landeten einen Scoop nach dem anderen über den Überwachungsstaat. Was Mainstream-Journalisten aufgrund eines falschen Verständnisses von Patriotismus lieber vermeiden. Guter, moderner Journalismus hat den Staat im Fadenkreuz. Du willst nie nach unten treten, sondern nach oben austeilen. Und ich denke, das tun wir bei The Intercept. Und wenn du die Datei hast, einfach einen Rechtsklick drauf im Finder. Konnten die das überhaupt entziffern? Glaube ich nicht. Wir wollen kritischen, furchtlosen Journalismus produzieren. Unser gemeinsamer Leitgedanke lautet, je mehr Macht jemand ausübt, desto mehr journalistische Rechenschaftspflicht und Kontrolle ist notwendig. Hier steht schwarz auf weiß, dass sie die Drohnenüberwachung unterstützen. Die größte Bandbreite ist auf Galaxy 26, nicht auf einer geheimen Seite der NAO. Das muss der Satellit sein. Ja, er kann bis zu 40 Drohneneinsätze simultan überwachen. Das sind Satellitenaufnahmen des Baus einer Anlage in Deutschland, die die USA für ihr Drohnenprogramm nutzen. Die deutsche Regierung gibt vor, sie spiele keine Rolle beim gezielten Tötungsprogramm. Denn das wäre nach deutschem Recht illegal. Unsere Story zeigt, dass viele Staaten am US-Drohnenprogramm beteiligt sind. Entweder wissen deren Regierungen das nicht oder sie lügen. Genau das versuchen wir zu belegen. Das ist die am höchsten entwickelte, in Anführungsstrichen, saubere Art, einen Menschen auszuschalten. Ich finde es zutiefst verstörend, dass ein ausgebildeter Verfassungsrichter und Friedensnobelpreisträger versucht, Mord als zentrale Komponente der US-Politik zu legitimieren oder, wie manche sagen, zu legalisieren. I'll make our government open and transparent, so that anyone can ensure that our business is the people's business. Justice Louis Brandeis once said, "Sunlight is the greatest disinfectant." Wer hätte vor der Wahl gedacht, dass unser charismatischer Präsident, wohl einer der intelligentesten, wenn nicht der intelligenteste Präsident unserer Geschichte und ein ehemaliger Verfechter sozialer Gerechtigkeit, mehr Whistleblower und Spione verfolgen lässt als alle vorherigen Regierungen zusammen? Dass er das Drohnenprogramm ausbaut und das Tötungsprogramm zu legitimieren versucht. Als Obama gewählt wurde, gelobte er, seine Regierung werde die transparenteste der Geschichte sein. No more secrecy. That's a commitment I make to you as president. No more secrecy. Wir arbeiten mit Quellen oder mit Dokumenten, die uns zugespielt werden, und versuchen dann, die öffentlich zugänglichen Unterlagen dazu aufzutreiben. Unglaublich vieles ist vor den Augen aller versteckt. Du musst nur tief genug graben. Genauso hat auch I.F. Stone gearbeitet. In December, Democracy Now! Traveled to the Calais refugee camp, the largest refugee camp in France, about 2 hours north of Paris. 6,000 to 7,000 people are living there, camped out in makeshift tents.
Occasionally people stop to talk, but we've been warned over and over that people don't want their faces shown. They're afraid. They're afraid of being targeted here, and they're afraid their families will be targeted at home. Were there drone strikes? Yes, there were drone attacks. They're always killing innocent people in the villages. Civilians become very angry, and they join the group of Taliban. So what do you think the U.S. should be doing now? You know, U.S. is just increasing the war. Actually, U.S. don't want to finish the war. It's their game. It's the game of George W. Bush, Obama. They don't care about the people who are dying there. Es ist doch sehr wichtig, die Gründe für all dies zu erklären. Aber genau das fehlt meines Wissens in der gesamten Berichterstattung der Mainstream-Medien. Warum sind diese Menschen dort gelandet? Weil bestimmte politische Entscheidungen getroffen wurden, weil Bomben abgeworfen wurden. Nur deshalb leiden Millionen Menschen schlimme Not. Wir müssen ihnen ermöglichen, diese Geschichte zu erzählen. Do you think the Russian, Syrian, French, British bombing of Syria will save it? No. It's not the solution. You can't protect someone by killing someone else. In international waters in the Gulf of Tonkin, destroyers of the United States Navy are assigned routine patrols from time to time. Sunday, August the 2nd, 1964, the destroyer Maddox was on such a patrol. Shortly after noon, the calm of the day is broken as general quarters sound. In a deliberate and unprovoked action, three North Vietnam PT boats unleash a torpedo attack against the Maddox. Ein klassisches Beispiel für I.F. Stones Fähigkeit, ganz allein etwas aufzudecken, war der Tonkin-Zwischenfall als Vorwand für den Vietnamkrieg. Drei Wochen nach dem angeblichen Angriff der Nordvietnamesen las Izzy Stone alle Einsatzberichte und fragte sich, wo sind die Schäden? Wenn wir getroffen wurden, warum wird nicht darüber berichtet? Es wurden alle möglichen Erklärungen vorgeschoben, weshalb dieses winzige Land die größte Flotte der Welt angegriffen haben sollte, außer der Tatsache, es könnte provoziert worden sein. Und alle Medien stießen ins Kriegshorn, genau wie der Kongress. Hätten die Mainstream-Medien auf Izzy gehört, wäre uns dieses 10-jährige Desaster erspart geblieben. We haven't been able to get it through our heads that this is a political war. What you have to ask yourself is, why is it that here are Vietnamese on one side, on our side, and here are the same Vietnamese on the other side? And on one side, they have very little in the way of arms. They have no air force, no napalm, no big boom boom, and they really fight magnificently. And on our side, you have five times as many troops, all that equipment, all that firepower, all that artillery, and they're not worth a damn. Viele beschwerten sich über I.F. Stones Auftritt, denn war tatsächlich mutig genug, unsere Kriegspolitik anzufechten. War policy. Why is this? Why? Because the men on the other side feel they're fighting for freedom. They're fighting for freedom from domination by the white man and by the westerner. Wir müssen wissen, was Regierungen tun. Wir müssen wissen, was wahr ist und was Quatsch ist. Das ist das Problem. Und Izzy gelang das sehr gut. Hey, ich habe das überprüft. Das ist Quatsch. This is bullshit. Mrs. Hamblin? Yes. Hi. We're from the Washington Post. I'm Carl Bernstein. This is Bob Woodward. A friend at the committee said that we could contact you. Ich war ideologisch unvoreingenommen. Was Watergate betraf, war mein Hintergrund egal. Es hat mich als Reporter interessiert, auch weil ich dachte, wie soll der Präsident der USA bloß in so etwas Dämliches verstrickt sein? Zumindest anfangs. Yes, this is the order, and what's circled and not circled. I think that on the Lloyd Blankfein one, I would end on my tsunami analogy, and it's about to crash on their head. On your head.
IF Stone war mit seinem Abonnement-Geschäftsmodell ziemlich clever. Du verbündest dich mit deinem Publikum, wenn es dich bezahlt. Und wenn du die falsche Richtung einschlägst, bestraft es dich, indem es das Abo kündigt und dir kein Geld mehr zahlt. So war das bei IF Stones Rundbrief und so ist das bei unserer Sendung, denn wir bieten ein Abo über unsere Website an. Hillary Clinton is tired of the Bernie Sanders camp's lies, she says. In fact, here, let me show you. This is when she had a run-in with a Greenpeace activist. When people make these kinds of claims, which now I think have been debunked, actually the Washington Post said three Pinocchios, the New York Times also analyzed it. She says that, oh, no, it's debunked. Okay, great. I'll go to the source itself that, quote unquote, debunked the story, Washington Post. Greenpeace tracked nearly $1.5 million in bundled and direct donations from lobbyists currently registered as lobbying for the fossil fuel industry. So that adds up to all the donations to Hillary Clinton. Up to more than $4.5 million. So they acknowledge it. They acknowledge it right there, right? But it's still only 2% of the total contributions received by Clinton and outside groups backing her. Now, that's true. But think about that for a second. Their excuse for her is, yeah, I know she took $4.5 million from the oil guys, but she's taking so much more from the others. The bribes that the oil and gas companies gave her are small compared to what the banks gave her. See, not guilty. Bernie Sanders is a liar. Elizabeth Warren, bei diesem Interview haben wir nicht mal Videomaterial, glaube ich. Ich glaube, das stammt von Ivy Times. Aber wir haben ein Panel auf Morning Joe und Hannity. Und Geraldo auch? Nach dem Meeting machen wir ein paar Videos, um die Story abzurunden. Wenn dann 3 Jahre später irgendein Senator behauptet, sowas habe ich nie gesagt, und du hierzu online nichts mehr findest, habe ich es immer noch, weil ich nichts lösche. Ich habe Tonnen von Aussagen aller möglichen Leute gespeichert. Alles, was wir je gebracht haben. Ich finde Leute amüsant, die behaupten, die Regierung lüge nie. Wirklich? Kennen Sie Menschen, die nie lügen? Erst recht, wenn es dabei um ihren Arsch geht und um ihren Job. Und umso mehr, wenn sie dabei in der Öffentlichkeit stehen müssen. Natürlich lügen sie, natürlich. Wann haben Sie zum letzten Mal CNN sagen hören, dass Pentagon lüge? Ist es nicht erstaunlich, dass in den Jahrzehnten seiner Existenz CNN noch nie diesen Satz geäußert hat? Laut CNN hat das Pentagon also nie gelogen. Auch ich bin gegen das Defizit und hemmungslose Ausgaben. Sie als Defizitfalke wollen bestimmt die Rüstungsausgaben senken und die Steuern für Reiche erhöhen, richtig? Ich denke, die wichtigste Aufgabe dieser Regierung ist die Verteidigung der Nation. Die Rüstungsausgaben so zu kürzen, dass wir nicht mehr sicher sind, nichts würde unserer Wirtschaft mehr schaden. 19% des Defizits sind Rüstungsausgaben und wir geben mehr für Rüstung aus als der gesamte Rest der Welt zusammen. Und Sie glauben immer noch, wir könnten davon keinen Cent erübrigen? Ich weiß nicht, woher Sie das haben. Woher haben Sie diese Zahl? Brauchen wir noch mehr neue U-Boote und Flugzeugträger, weil wir sonst den Iran nicht auslöschen können? Phil Griffin, der Chef von MSNBC, zieht mich in sein Büro, lässt mich Platz nehmen und sagt, Cenk, ich war gerade in Washington und die sind über ihren Ton nicht erfreut. Ich lehnte mich zurück und dachte, guter Gott, jetzt passiert's, wie im Film. Die stauchen mich zusammen. They're giving me the speech. You know, some people told me that you were dumb. I think you're smart. In fact, I think you're smart enough to understand the situation when it's explained to you. Er sagte, ich sag's Ihnen ganz deutlich, halten Sie sich etwas zurück. Now, if I felt that you had the welfare of the state at heart like I have, I'd say you were a man to watch. Sie sagten Sachen wie, wir möchten, dass Sie sich wie ein Senator verhalten. Ich dachte, warum um alles in der Welt sollte ich mich wie ein Senator verhalten? Heißt das, ich soll mehr lügen, mehr vortäuschen? Die Leute mögen keine Senatoren. Der Kongress hat derzeit einen Beliebtheitsgrad zwischen 7% und 11%. Senatoren sind verhasst. Sie müssen einem Moderator, der bei Mainstream-Medien anfängt, nicht sagen, hey, sei gefälligst für die Regierung, auch wenn ich so stur war, dass ihnen nichts anderes übrig blieb. So jemand stellen sie gar nicht erst ein. Und wenn doch, dann degradieren oder feuern sie ihn. So wissen alle Bescheid. Wir kritisieren nicht die Macht.
Wir kritisieren keine Konzerne. Wir sind selbst ein Konzern. Wir greifen das Establishment nicht an, wir gehören selbst dazu. Wer das Spiel mitspielt, wird befördert und alle in der Firma bekommen das mit. Durch diesen Prozess bekommen die Mainstream-Medien das gewünschte Produkt. Was Cenk Uygur bei MSNBC passiert ist, wirft Licht auf den Prozess, den Noam Chomsky Herstellung von Zustimmung nennt. Die Nachrichten der Medienkonzerne fallen oft eher propagandistisch als journalistisch aus. Die Herstellung von Zustimmung sorgt dafür, dass die ignorante und lästige Mehrheit außen vor bleibt. Sie wollen also seit Jahrzehnten eine nationale Krankenversicherung, haben aber keine Ahnung, also bekommen sie keine. Sie wollen höhere Steuern für Reiche, das legen wir ad acta, die haben eh keine Ahnung. Wir sind gegen Kriege, aber bloß, weil sie nicht verstehen, wie wichtig es für uns ist, Libyen oder irgendein anderes Land zu bombardieren. Früher konnte man dies mit Gewalt durchsetzen, doch ab dem frühen 20. Jahrhundert wurden in Ländern wie England und den USA die Gesellschaften freier und man sah ein, dass Gewalt allein nicht reicht. Also musste man sich der Kontrolle von Haltungen und Meinungen widmen. Das liegt auf der Hand. Ich halte Manufacturing Consent für den Schlüssel zur Entzifferung der Hieroglyphen der US-Medien. Sagt man den meisten Protagonisten in den großen Medienkonzernen, dass sie in ihrer Meinungsäußerung eingeschränkt sind, werden die das nicht nur bestreiten, sie werden dies sogar glaubwürdig bestreiten, weil sie selbst an dieses Dementi glauben. Das ganze System erzeugt eine gewisse Orthodoxie, eine Art Frömmelei. Und wer davon zu weit abweicht, fliegt raus. Wenn wir uns nicht der Tatsache klar werden, dass es vor langer Zeit in diesem Land einen Staatsstreich gab, einen stummen Staatsstreich, bei dem die Konzerne die absolute Kontrolle übernahmen über die Verfahren der Wahl der Anführer in diesem Land, wird sich nichts ändern. Das sind Massengräber. Hier liegen die unterschiedlichsten Menschen. Wollen Sie, dass Ihr Sohn so begraben wird? Ihre Mutter, Ihre Schwester, Ihr Bruder? Niemand will, dass ein geliebter Mensch so begraben wird. Hier, sowas finden wir ziemlich oft. Wie du siehst, sind die ziemlich weiß von der Sonne ausgebleicht. Dieser Mensch lag also lange draußen. Und wurde wohl auch von Raubtieren angenagt. Ich möchte herausfinden, ob bei den Autopsien manipuliert wurde. All diese Berichte fehlen. Ah, das sind die fehlenden, okay. Bei über 30% der angeordneten Autopsien. Liegt nicht mal ein Bericht vor. Wir wissen nicht mal, ob sie durchgeführt wurden. Aber abgerechnet schon. Ich habe die eingelösten Schecks. Und was ergab die Autopsie, falls eine durchgeführt wurde? Er musste wochenlang Fragen hierzu beantworten. Er wurde deshalb auch von einem hochrangigen Beamten des Bundesstaats vorgeladen. Er hatte also Zeit, sich vorzubereiten. Das war so. Nueces County hat Autopsien für Brook County übernommen. Dabei waren die mit ihren eigenen schon überfordert. Natürlich war ich nicht bei all dem dabei. Wir erfuhren erst später davon. Einige wurden während ihrer Amtszeit hier durchgeführt, einige nach 2007. Ja, genau. Ich frage mich also, ob die Leichenhalle die Leichen dort entsorgt hat. Die Leichenhalle wurde von einem unabhängigen Subunternehmer beaufsichtigt. Aha. Du nimmst jemanden hierfür unter Vertrag und erwartest, dass sie das tun. Zahlst ihnen $750 und die kümmern sich drum. Wir wissen bloß, dass wir für vier jeweils 500 bezahlt haben. Einer wurde als Eddie Gonzalez identifiziert, ein anderer als unbekannte Person, noch eine unbekannte Person. Falls ich Bedenken bei der Todesursache hatte, forderte ich DNA-Proben. Wenn Sie etwas Verdächtiges sahen, das war das Kriterium. Ja. Und wenn Sie nur Knochen oder einen Schädel fanden? Das ist schwierig bis unmöglich. Das wäre Zeitverschwendung. Sie ordneten bei Schädeln oder Knochen keine Autopsie an? Nein, bei der Sonne und 42 Grad. Bei einem sonnengebleichten Schädel also nicht? Nein, das wäre kein Problem, solange niemand eins draus macht.
Bevor ich mit ihm sprach, fand ich bei meinen Recherchen nur Widersprüche in der Verwaltungsarbeit, in den Unterlagen und der Dokumentation. Und ohne es zu wissen, hat er das gerade zugegeben. Ich bin immer noch ziemlich erschüttert. Ich denke oft über I.F. Stone und seinen Satz nach, dass alle Regierungen lügen. Und ich kann Ihnen haufenweise Dokumente zeigen, Dokumente unserer Regierung, in denen ich nichts als Lügen finde. Seit seinem Volontariat bei Democracy Now! Hat er es weit gebracht. Jeremy Scahill. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um eine neue Generation junger Journalisten über die unglaublich wichtige Arbeit von I.F. Stone zu informieren. Ich hoffe, dass ein Wunder geschieht und wir eine Generation junger I.F. Stones erschaffen. Wir müssen aufhören, uns mit den Kardashians zu befassen und uns zurückbesinnen auf Vorbilder wie I.F. Stone. Vielen Dank. Ich halte ihn für eine Inspiration für die Rolle, die die Medien in der Welt spielen könnten. Sie könnten die größte Friedensmacht der Erde sein. Stattdessen geben sie sich als Kriegswaffe her. Dagegen müssen wir angehen. I.F. Stone lehrte uns, dass jede Regierung lügt. Jede Regierung lügt, vor allem in Kriegszeiten. Wenn die Medien diese Lügen in die Welt tragen, ist das schlimm, denn Lügen kosten Leben. Wir sehen die schlimmen Zerstörungen, mit denen wir heute, viele Jahre später, noch leben müssen. Verursacht durch die Medien, die diese Lügen nicht aufgedeckt haben. Es gibt nur zwei Arten von Reportern, die mit Gewissen und die ohne. Die meisten haben keins. Wer aber eins zeigt, wer wie ich in El Salvador war oder in Gaza oder Sarajevo, der wird sofort als politisch gebrandmarkt. Denn wenn du ein Gewissen hast, kannst du Unterdrückung, Grausamkeiten und Genozide nicht verleugnen. I.F. Stone hatte ein Gewissen. The Vietnam War has been a terrible defeat for all the brand names we believe in, for General Electric and General Motors and AT&T, for all the great corporations, all the great industry that do the push buttons. When they turn to war, they know how to kill people en masse. And here down in the jungle, way below, is this strange creature that we can't crush. This strange animal we can't kill. It's time to look closely at it and see. By God, it's a human being. And isn't that wonderful that human beings can resist all this murderous technology of ours? Ganz kurz und als wichtige Mahnung an uns selbst ein Zitat von I.F. Stone über die Aufgabe des Journalismus. Die Wahrheit schreiben, die Schwachen vor den Starken schützen, für Gerechtigkeit kämpfen, Aussicht auf Heilung bringen von dem schrecklichen Hass und den Ängsten der Menschheit, in der Hoffnung, eine Welt herbeizuführen, in der die Menschen die Unterschiede der menschlichen Natur genießen, anstatt deswegen einander umzubringen. Wer hinschaut, sieht viel mehr.